doch gar nicht. Das sieht nicht gut aus. Wir haben viele Unkräuter und leider auch ein paar Fremdgräser drin. Aber teilweise sind die Halme schon richtig hoch. Wir haben bereits hier längster Halm 8, 7,5. Jetzt noch ein kleines Update hier zu meinem Abschlag. Es ist jetzt, glaube ich, 4,5 Wochen her. Wir hatten ja das Mittwoch eingesät und jetzt ist Samstag, der 8. Juli. Ja, es ist schon schön grün. Wenn man flach filmt, ist es super. Wenn man von oben filmt, sieht man doch an einigen Stellen noch ein paar Lücken. Gerade in den Rändern ist nicht genug Saatgut hingekommen. Die sind nicht besonders gut zugewachsen. Auf der Fläche gibt es immer mal wieder so Spots, wo gefühlt überhaupt nichts aufgelaufen ist. Hier lag ein toter Vogel. Also die Fläche verstehe ich ja noch. Also hier lag ganze Wochenende ein toter Vogel. Weil wenn ich da war, habe ich das nicht gesehen. Aber hier in der Mitte, wo wir auch, glaube ich, ein bisschen mehr Saat draufgeschmissen haben, hier in der Mitte ist es schon richtig, richtig gut. Ich habe tatsächlich nur mit meinem alten Brill-Handspindelmäher gemäht. Bin mittlerweile auf 35 mm runter. Und bin also hier so in diesen Bereichen schon echt völlig begeistert. Also das ist schon, wenn das jetzt überall so wäre, wäre es genial. Ist es schon richtig, richtig dicht. Die Fläche, ja, ist schön grün. Dunkelgrün würde ich jetzt sie noch nicht nennen. Die heißt ja Dunkel von Mein schöner Rasen. Die Nummer 10, Dunkel, mit der Bezeichnung Dunkel. Also da müssen wir mal abwarten. Ich sehe sehr viel Lolium, ganz klar. Die ist natürlich gepowert hier. Ich sehe auch sehr viel Fustuca schon in der Fläche. Aber ich sehe die Pratensis noch nicht. Auch hier tut sich die Proa Pratensis echt schwer, überhaupt durchzukommen, sichtbar zu werden. Ich habe jetzt einige kleine Helmchen schon gesehen von der Pratensis, aber überhaupt noch nicht dominant. Also die braucht lange, bis sie jetzt auch dominant so im Untergras sich zeigt. Die ganze Fläche natürlich noch mit abdunkelt. Das dauert noch. Also Wahnsinn. Die Pratensis ist echt faszinierend. Die hatte ja eine Mantelsaat. Ja, also wir haben ganz viel gezupft hier. Ganz viele Unkräuter gezupft. Und schauen wir mal, wie es weitergeht. Es ist richtig, richtig, richtig gut dicht schon. Hammer. Ich habe ihn jetzt rauswachsen lassen. Er war eine Woche nicht da. Ist ein bisschen rausgewachsen, eine Woche lang. Das habe ich fast jeden Tag gemäht. Und jetzt kriegt er einen Schnitt. Boah, und er wird langsam grün. Er wird langsam dunkelgrün. Ja, warum nehme ich jetzt mein Sichelmäher und nicht mehr den Brill-Handspindelmäher? Der Brill-Handspindelmäher hat keinen Fangkorb. Das ist mir doch jetzt so viel Grasmasse, dass ich es jedoch jetzt lieber aufnehmen möchte, um nicht zu viel Rasenschnitt auf die Fläche zurückzustreuen. Um vor allem die jungen Gräser, vor allem voran die Pratensis, nicht so stark abzudecken. Das Messer muss natürlich jetzt super scharf sein. So, das ist das Messer, das ist nicht mehr scharf. Das ist sogar richtig stumpf jetzt. Ja, also ich habe festgestellt, wenn ich es von Hand, tatsächlich von Hand mit der Feile schärfe, das Messer, dann kann ich die Gleichmäßigkeit besser kontrollieren und es wird feiner geschliffen, obwohl er jetzt keine super feine Feile ist, und es ist länger scharf. Also ja, aber anstrengend ist es. Reicht. So, jetzt mähen. Oh. Aber je schärfer, desto besser. So, dann messen wir nochmal. Ja. 6, 7, 6, 7, 8. Ich komme mal zu dir. Hier mal so rein. Die langen Halme sind schon 8.
Oh Mann, ich wasche noch 35 runter. Hier ist ein bisschen kürzer, so 5. 5, 6. Ja, gehen wir mal auf 40. Hast du das jetzt ausgemessen? Warum ich das ausgemessen? Ja, um die Ein-Drittel-Regel zu beachten. Meine Frau verrat, warum ich das ausgemessen habe. Natürlich, um eben nicht zu kurz zu mähen jetzt. Ne, ein Drittel, 6 bis 8 cm Auswuchs, heißt 3 bis 8 1/3. Nee, 6, Quatsch. Wenn ich einen 6 cm langen Halm habe und nur ein Drittel abmähen will, darf ich maximal auf 4 cm runtermähen. Bei 8 wäre es 8, 8 kann ich nicht rechnen. Egal. So, jetzt ist schon alles versaut. Sagen wir hier, er hat auch 4. Na, Wespe, hau ab. Das war jetzt 4, 4,5 würde ich sagen. Gut, gerade eben, passt. Glück gehabt. Hier! Nicht schlecht. Soll mal anfixen. Yeah! Also der Abschlag wird jetzt in Betrieb genommen. Ja, zumindest stecke ich jetzt hier meine Abschlagsmarkierungen drauf. Ja, wie gesagt, 5,5 Wochen her. Also ich hätte nicht gedacht, also ich bin ja selber sehr kritisch, nicht gedacht, dass man nach 6 Wochen schon eine dichte, wirklich schöne Rasenfläche erzeugen kann. Gut, sie hat noch ihre Lücken, ihre Macken. Das ist immer so, da muss man nacharbeiten, ganz klar. Aber grundsätzlich echt super. Sie wird auch wahrscheinlich noch dunkler werden. Ne, die Pratensis ist noch nicht richtig da. Das wird nochmal richtig spannend werden, wenn die richtig als Untergras noch den richtigen Unterteppich erzeugt. Ich muss jetzt so langsam runtergehen. Das waren jetzt 4, 4,5 cm ungefähr. Und ich will auf jeden Fall auf 15 mm. Auch hier auf dem Abschlag. Da muss der Sand irgendwann mal kommen. Jetzt noch nicht. Das haben wir nach 3 Monaten. Im Herbst will ich das erste Mal einmal sanden, um die Fläche nochmal ein bisschen zu glätten. Ja, und dann kann man hier schon richtig schön hier die Bälle wieder draufschlagen. Yeah! So, das war's jetzt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt dran, wenn ihr mögt. Und dann seht ihr mich und ja, meine Rasenflächen hier im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. So. Oh, ein Stein. Ah, egal. Tja, Steine sind auch drin. Gut. Und was ist das hier? Was ist das hier in meiner neuen Rasenfläche? Das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Sabuha. Ausreißen. Ausreißen. Das darf ich nicht reinnehmen. Dann noch was. Noch hier, noch eine kleine Poa. Oh, Mann, ey.